most wonderful place. The friendly streets of New Goodtown put a smile. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil Fallout 4 Nuka World. Waffe und eine Tasche voll Kronkorken. Ich würde sagen, ich werde mich, das Gebiet wird mir ein bisschen zu groß hier. Wir werden uns hier auf jeden Fall noch ausgiebig umschauen und mit allen reden und alles machen, was man machen kann. Aber ich will jetzt echt unbedingt erstmal in dieses Apartment, von dem der Kerl gesprochen hat, in diesem Restaurant, mein neues Hauptquartier. Weil ich vermute, dass das so eine Art Indoor-Settlement-Geschichte sein könnte, wo wir vielleicht auch eine Werkbank haben, wo man alles, das ist neu, The Palor oder so. Wo man dann auch den ganzen Müll mal lagern kann, das Inventar managen kann. Und ich würde auch echt gern diese neue Power-Rüstung dann mal anziehen. Also auch mit Rüstungsständer und Werkbänke. Und dann machen wir es uns da erstmal gemütlich und managen ein bisschen. Und dann gehen wir nochmal auf große Nuka-World-Expedition. Beziehungsweise hier erstmal Nuka-Town. Ist das Nuka-Town oder ist das einfach nur so der Eingangsbereich, wo ich jetzt bin? Vielleicht ist das ein und dasselbe, ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Level 105. Irgendwie habe ich ein Level nicht mitgekriegt anscheinend. Angeblich haben hier Supermutanten angegriffen. Die bauen gerade alles wieder auf. Kinderspiel. Wenn noch was da ist. Wie verlässlich ist deine Quelle? Verlässlich, Schenk. Ich erzähl dir keinen Müll. Und ich möchte, dass es auch so bleibt. Hier, das ist für dich. Wenn du noch was erfährst, dann... Schenk, du erfährst es als Erster. Die haben beide Namen und er sieht ein bisschen aus wie Marshall Bravestar. Hm. Du bist also der neue Overboss. Ich glaube, wir beide werden in Zukunft viel zu besprechen haben. Hallo. Keine Sorge, Boss. Gage wird dich sicherlich bald zu mir schicken. Ah, okay. Na gut. Gut, dann lassen wir uns nicht mehr länger aufhalten. Ist das eine Quest? Ich muss mal kurz schauen, ob das eine Quest ist, weil sonst finde ich dieses... Denk sie bumsi nie. Genau. Da wollen wir hin. Da wollen wir bitte hin. In die Richtung. Bitte. Also genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Markt. Okay. Ich bin auch noch total überladen. Oh, was ist denn hier los? Der Händler beim Clown erwischt. Ach ja, die sehen schon cool aus, oder? Und hier, guckt euch die Waffen an. Ich frage mich echt, ob die Waffen, ob man die selber so customizen kann. Keine Ahnung. Finde ich schon interessant. Sieht interessant aus. So, so in die Richtung ungefähr müssen wir. Okay. Ah, guck mal. Den kennen wir aus dem Trailer. Oh. Hören wir hier mal zu. Eine Plünderin überlebt die Feuerprobe, macht den Boss kalt und jetzt sollen wir ihr folgen? Wie soll das gehen? Die ist nicht mal ein Raider. Ich weiß nur, dass Gage neulich in den Bergen war und eine halbe Ewigkeit mit Nisha geredet hat. Unter vier Augen. Gage? Zur Hölle mit dem. Was hat er je hier gerissen? Hey, ich sag dir nur, was ich weiß. Wenn du mehr wissen willst, rede lieber mit Mason. Sehe ich etwa aus wie ein Idiot? Nisha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Also so ein bisschen siehst du schon aus wie ein Idiot. Wegen Coulter. Aber vermassel das nicht. Du siehst aus wie ein Schweineclown. Mason hat die letzten Alpha-Tiere teeren und federn lassen. Jetzt sind sie weg. Aber frag lieber nicht, was aus ihnen geworden ist. Okay, mach ich nicht. Hey, da, genau, dich kennen wir aus dem Trailer. Du schießt mit diesem Gewehr hier auf, Cappy. Aber warum? Was hat er dir getan? Hallo, Overboss. Machst du wieder Ärger? Ah. Die gehört zu den Unternehmern. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Die haben Anzüge an und so. Cool. Oh, ich hätte gehofft, dass sie auf mich schießt. Aber das tut sie tatsächlich nicht, oder? Okay, doch. Au. Hey. Die Stadt ist überhaupt nicht. Na gut, ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Jetzt fokussiert bleiben. Auf geht's. Die reden bestimmt auch gleich wieder. Müssen wir wieder zuhören. Was Außergewöhnliches gesehen, oder? Vielleicht etwas Verborgenes oder alte Kronkorken? Ich dachte, wir hätten dir gesagt, dass du auf dem Markt bleiben sollst.
Wenn du was suchst, findest du es dort, wie alle anderen auch. Ich bin nicht hunderte von Kilometern gereist, um auf dem Markt zu shoppen. Ich schätze, wegen einer Kugel im Kopf bist du auch nicht hier. Wenn du weiterleben willst, solltest du da bleiben, wo du hingehörst. Ihr seid echt nette Typen, was? Nuka World. Ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Dieser Ort ist erstaunlich, oder? Ich brauche unbedingt deine Brille. Warum gibt's keine Dialogoption? Von wegen, woher hast du diese Brille? Was ist denn hieran erstaunlich? Was? Schau dich um. Siehst du's denn nicht? Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnde und glückliche Kinder Nuka-Cola trinken und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch. Mein Name ist Sierra Petrovita. Ich bin aus dem Ödland der Hauptstadt hierher gekommen, um diesen Ort zu besuchen. Vielleicht hast du schon von meinem Nuka-Cola-Museum gehört? Nuka-Cola-Museum. Ich sage einfach mal, natürlich, obwohl ich dann lüge, weil es gelb ist und ich dafür Erfahrungspunkte krieg. Ja, das Nuka-Cola-Museum. Kennt doch jeder. Wirklich? Das ist ja toll. Es spricht sich endlich rum. Vielleicht kommen dann auch mehr Besucher. Du hast mir eben den Tag versüßt. Da will ich mich revanchieren. Hier, ist zwar nicht mehr kalt, schmeckt aber bestimmt trotzdem. Ich würde ja gerne noch weiter plaudern, muss mich aber wieder auf die Suche machen. Ich könnte dir helfen, wenn du möchtest. Oh, nein, danke. Das muss geheim bleiben. Es ist mir äußerst wichtig. Und ich kenne dich noch nicht so gut. Ich sag's nicht weiter. Du kannst mir vertrauen. Tja. Okay. Ich bin so aufgeregt, dass ich's auch kaum für mich behalten kann. Das wird eine Erleichterung sein. Ich schätze, ich bin der größte Nuka-Cola-Fan der Welt. Ich bin besessen davon, seit ich sie zum ersten Mal probiert habe. Ich sammle alle Produkte, die ich finden kann. So wie diese tolle Corki-Brille hier. Aber das ist keine gewöhnliche Sonnenbrille, sondern Teil eines echt coolen Preisausschreibens, das kurz vor dem Krieg begann. Der Gewinner sollte den berühmten John Caleb Brad Burton höchstpersönlich treffen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, kennt man die nicht aus Fallout 3? Trifft man die da schon mal? Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht verwechsle ich die mit einem anderen Charakter. Aber das kommt mir sehr bekannt vor alles. Naja, weiter geht's. Wer war denn John Caleb Brad Burton? Tut mir leid. Ich vergesse immer, dass sich nicht jeder so für die Geschichte von Nuka-Cola interessiert wie ich. Er war ein Erfinder. Und das Beste, was er je erfunden hat, war, du weißt es bestimmt schon, Nuka-Cola. Um den Hauptpreis zu gewinnen, musste man im Park 10 Bilder von Corki finden, dem Nuka-Cola-Maskottchen. In jedem Bild ist ein Teil eines Codes oder so ähnlich versteckt. Und die Teile kann man nur mit der Brille sehen. Also, ich weiß, was du denkst. Brad Burton ist längst tot. Wen interessiert so ein Gewinnspiel? Ich wette, dass sich irgendwo in seinem Büro die originale Nuka-Cola-Formel befindet. Diese Formel war eines der größten Mysterien der Softdrink-Welt und wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Wenn du mir hilfst, sie zu bekommen, bezahle ich dich auch dafür. Das klingt cool. Wahrscheinlich kann man dann auch eben selber Nuka-Cola herstellen, wenn man dieses Rezept hat. Und mich würde interessieren, was drin ist. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die da ekliges Zeug reinmanschen. Okay, Klar, warum nicht? Vielleicht erfahre ich dabei mehr über den Park. Klingt einleuchtend. Du bist neu hier. Du solltest so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Ich gebe dir die Corki-Brille und diesen alten Flyer. Da sind Hinweise drauf, wo du die Corki-Bilder findest. Notier dir die Hinweise in den Bildern und bring sie zu mir, wenn du alle hast. Ich bin Expertin für alles rund um Nuka-Cola. Ich kann sie also bestimmt entschlüsseln. Viel Glück. Yay, ich habe die Corki-Brille. Genial. Inventar. So, jetzt weiß ich wieder, wie man steuert. Corki-Brille. So. Das hätten wir schon mal. Das Blöde. Ach, das ist immer doof. Weil es ist jetzt dunkel. Naja, die Sonne geht gerade auf. Weil man kann kein Licht anmachen, wenn man keine Powerrüstung-Helm anhat, aber in der Powerrüstung steckt. Na klar, dann ist es dunkel. Aber Messer sind interessant. Vielleicht solltest du was. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist.
So, jetzt gehen wir endlich mal in unsere Fitztop-Grill-Wohnung. Hier gibt's bestimmt was Gutes. Na, was sagst du hier? Verstanden, was Cole da mit drei Banden in Nuka World wollte. Er hatte doch uns. Mehr braucht man nicht. So, und rein mit uns. Jetzt bin ich gespannt. Ich verstehe auch nicht genau, wie das mit den drei Banden ist. Und da stehen die jetzt alle drei mir im Grunde? Oder sind die unabhängig von mir, drei Banden? Und ich bin die vierte Bande? Ich verstehe es nicht. So, ich werde mich hier mal ein bisschen umschauen müssen, denn hier drin ist zum Beispiel eine neue Nuka. Nuka-Cola Quarz. Klingt absolut köstlich, Quarz. Würde ich sofort trinken und kaufen. Die Nuka-Cola Quarz. So, Kronkorken, Zigaretten, alles was man braucht hier. Wunderbar. Oh, und eine Victory. Her damit. Terry Berry. Glühbirne. Und weiter geht's. So, ich schätze mal, hier geht's dann hoch ins Restaurant selbst. Die kommt schon. Kate kommt schon hinterher. Auf einmal macht's wieder plopp und sie steht neben mir. Na also. So. Hallo. Och, hier ist es aber schön eingerichtet. Diese verrenkten Gliederpuppen zeugen wirklich von außergewöhnlichem Humor vielleicht? Oder Geschmack? Ich weiß nicht, ich finde das richtige Wort nicht dafür. So, wo ist denn jetzt, Moment mal, wo zeigt denn mein Missionsziel hin? Jetzt verstehe ich es aber gerade nicht. Warum soll ich denn wieder runter? Anscheinend ist... Ich bin doch hier im Quartier des Overbosses, oder? Aber Gauk ist nicht hier. Oder wie der auch immer heißen mag. Ein Baseballschläger. Ist das wirklich ein Settlement, in dem ich hier bin? Ich weiß es nämlich nicht. Eine Terrasse ist hier, okay. Also es sieht schon fast so aus eigentlich, oder? Aber wo wäre hier eine Werkbank? Hier ist alles, was man braucht, aber keine Werkbank. Hey, sogar so ein kleiner Lagerraum. Cool. Ich lasse das jetzt mal hier drin. Und hier ist eine Powerrüstungsständer. Perfekt. Was haben wir hier noch? Hinter Tor 1 ist eine Toilette. Sehr gut. Und hinter Tor 2... ja. Ich glaube, das ist vermutlich Kunst. Ja, keine Ahnung. Fahren wir wieder runter, oder? Ich glaube fast, wir müssen den irgendwie unten erst treffen und dann irgendwie gemeinsam mit dem hochfahren oder so. Keine Ahnung. Komisch finde ich das, aber wahrscheinlich ist er unten, oder? Teleportier Kate. So. Aber das zeigt sogar nach außen. Also hier stimmt doch was nicht. Mir hat es doch gerade die ganze Zeit innen angezeigt als Missionsziel. Oder habe ich wieder noch irgendeine andere Quest aktiviert und die führt mich raus und ich habe den Missionszeiger für die eigentliche Quest hier übersehen jetzt. Keine Ahnung. Ich finde das alles komisch. Aber da stand oben auch wirklich keine Werkbank, außer die Werkbänke sehen in Nuka World anders aus. Auch die Vault 88 Werkbänke sehen anders aus wie alle anderen Vault-Werkbänke. Vielleicht. Ah, ich muss hier auf den Knopf drücken. Okay, ich muss quasi über die Terrasse reingehen. Ich darf nicht über den Aufzug unten. Na toll, okay, von mir aus. Kate, kommst du mit? Nein, anscheinend nicht. Gut, dann bis später. Hey! Ah! Oh, das ist aber schick. Willkommen zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Coulter hatte einen schrägen Geschmack.
Aber die Aussicht, hm? Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Erinnert mich gerade an König der Löwen. Soweit das Auge reicht. Und was ist da hinter den Bergen? Sag ich zu dem. Und dann sagt er, da darfst du niemals hin. Das ist der Elefantenfriedhof oder so ähnlich. Also, weiter geht's. Gate? Willkommen zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Coulter hat alles, was du hier siehst. Das hatten wir schon. So. Ja, fragen wir mal, was das eigentlich jetzt soll hier. Ich verstehe es immer noch nicht. Was soll ich denn an der Spitze? Vielleicht hast du bemerkt, dass Overboss Coulter ein Arschloch war. Und das ist noch nett ausgedrückt. Hat die ganze Sache hier vergiftet. Wer die Feuerprobe überlebt, hat das Zeug dazu. Oder zumindest das Potenzial. Wir haben schon lange jemanden gebraucht, der die Sachen erledigt, der uns voranbringt. Ich verstehe diese ganze Feuerprobenlogik eh nicht. Hat es der vorherige Boss eingeführt, dass jeder Neuankömmling gegen ihn kämpfen muss? Und wenn er gewinnt, wird er Silver zum neuen Boss? Was für eine komische Regelung. Gut, ja, dann mal ran ans Werk, würde ich sagen. Wenn ich hier wirklich die Show mache, sollten wir anfangen. Das ist genau die richtige Einstellung. So habe ich mir das vorgestellt. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Und was hast du so für Fähigkeiten, Gage? Abgesehen von meinen Schießkünsten und einem losen Mundwerk? Ich bin fast schon mein ganzes Leben bei irgendwelchen Banden. Ich weiß, wie Raider denken, was sie wollen und wie man das zu seinem Vorteil nutzt. Glaub mir, ich hänge in der Sache genauso drin wie du. Die Scheiße muss klappen. Ich hab grad hinter seiner Augenklappe gesehen und der hat da ein ganz normales, funktionierendes Auge. Warum trägt er dann so eine Augenklappe? Die ist nur zur Show. Der ist ein Fake. Der ist total Fake. Der ist überhaupt kein echter Raider. Deswegen sage ich jetzt, du bist ein Feigling. Nee, Quatsch, mach ich nicht. Klar doch, Gage. Gut. Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los. War viel Arbeit, die Jünger, die Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nuka Town ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war... ist unschön. Auf was für eine Scheiße lasse ich mich hier ein? Am Anfang war es nicht so schlimm. Aufgeheizte Gemüter, Streitereien, ab und zu eine Schießerei. Aber mit der Zeit wurde es schlimmer. Die Banden rissen sich so viel Territorium wie möglich unter den Nagel und versuchten sich gegenseitig fertig zu machen. Der kleinste Anlass genügt und sie gehen sich an die Gurgel. Wenn nicht jemand für Ruhe sorgt, kommen wir bald an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Das kann ich regeln. Das bekomme ich hin. Ja? Das hoffe ich wirklich. Ich will nicht lügen. Ich habe schon von dir gehört. Bist bei der Railroad, oder? Dein kleiner Kreuzzug ist mir scheißegal. Aber das zeigt wohl, dass du kämpfen kannst. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Ich glaube, das kriege ich hin. Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also. Die Jünger mögen Gewalt. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste.
Na, da musst du wohl Zähne zeigen. Das ist schon okay. Das kriegen wir hin. Ja, genau. Keine Sorge. Mich mag jeder. Tja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ah, eigentlich bist du schon der neue Overboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Triff dich mit den Anführern. Sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Mich mag deswegen jeder, weil die, die mich nicht mögen, keine sehr lange Lebensdauer haben in der Regel. Muss man fairerweise sagen. Was passiert, wenn sie auf meiner Seite stehen? Dann fangen wir an, den Rest von Nuka World zu übernehmen. Aber eins nach dem anderen. Bist du dabei? Okay, dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du die Richtige für den Job bist. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Du bist nun mal der Overboss. Mach bloß keinen Scheiß. Finde ich ganz cool. Überrascht mich jetzt auch ein bisschen. Ich finde das wirklich ganz gut. Ich bin nämlich eigentlich wirklich fest davon ausgegangen. Ich hätte alles verwettet, dass die im Grunde das Gleiche hier mit Raiderbanden machen, was sie schon im Hauptspiel und auch in Far Harbor gemacht haben. Dass es diese 3, 4, was auch immer Fraktionen gibt, in dem Fall eben Raiderbanden, die irgendwie gegeneinander sind und man interagiert dann mit allen und entscheidet sich letztendlich mit einer, um die anderen zu vernichten. Aber dass es hier darum geht, quasi alle unter einen Hut zu bringen im Grunde. Das ist mal was anderes. Warum nicht? Ist cool. Man muss quasi für Frieden sorgen. Ja, mal genau andersrum. Cool. Ja, ich würde sagen, während wir hier nochmal mein Königreich betrachten. Oh, da drüben ist die Galaxy World. Auf die freue ich mich schon. Da wird es bestimmt cool. In die Nuka Cade will ich auch mal. Mensch, hier gibt es so viel zu tun. Ist schon cool, oder? Naja, wir müssen jetzt hier die Folge mal beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, bitte vergesst nicht, das Video zu liken und abonniert vielleicht den Kanal. Ihr könnt Landsquid Bird Rider auch gerne auf Facebook oder Twitter folgen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über neue Let's Plays, Gewinnspiele oder meine wöchentlichen Specials. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.